Meine Damen und Herren, der Boxer in der blauen Ecke, er ist 79,2 Kilo schwer, 29 Jahre alt, hat 34 Kämpfe bestritten, davon 31 gewonnen und davon wiederum 7 durch K.O. Er ist französischer Meister und er will die Revanche für den Titelkampf am 8. Juni in Frankfurt, als er gegen Darius Wyschaszewski verlor. Wir begrüßen Christophe Girard, Frankreich, der Herausforderer. In der roten Ecke der Titelverteidiger, 79 Kilo schwer, 28 Jahre alt, in Danzig geboren, als Amateur, Europameister 1991 im Halbschwergewicht, als Profi seit 1991 im Ring. 32 Kämpfe, 32 Siege, davon 26 durch K.O. Bei seiner 19. Titelverteidigung der Weltmeister, der Tiger Darius Wyschaszewski aus Hamburg. Die Punktrichter, Mark Nelson aus den USA, Victor Salomon aus Mexiko und Thomas Vasquez aus Puerto Rico. Und der Ringrichter, Joe Cortez aus den USA. Das ist der dritte Mann im Ring heute, Joe Cortez aus Las Vegas. Cortez leitete schon große WM-Duelle wie Bo gegen Holyfield, Moura gegen Foreman. We went over the rules in the dressing room. I want a good clean fight. Give me good sportsmanlike contact. Shake hands. Good luck both of you. Hatten wir gerade eine technische Störung. Moura gegen Foreman, Tyson gegen Holmes. Der 53-Jährige gehört zu den besten und erfahrensten Ringrichtern der Welt. Heute seine 85. WM als Ringrichter. Und hier noch die statistische Gegenüberstellung. Wyschaszewski, ein Jahr jünger, 4 cm kleiner und hat dementsprechend auch einen Reichweitennachteil von 4 cm. Und Sie haben schon gesehen beim gestrigen Einwiegen, Wyschaszewski 79 Kilogramm, Girard 79,2. Runde 1, WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. Erste gute Linke von Darius Wyschaszewski, das ist ja seine Stärke, liebe Zuschauer, Sie wissen das sicherlich, die Linkshandarbeit, der exakte, genau getimte Jab. Ich habe den Eindruck, dass der Girard im Gegensatz zum ersten Kampf nicht so beweglich auf den Beinen ist und dass das im Moment nicht sehr gut aussieht. Er ist ja eh jemand, der, wie man so schön sagt, keinen Punch hat, also wenig Schlagkraft und man merkt es auch, wenig Druck geht von seinen Schlägen aus. Richtig, also ein paar Puppen sozusagen schon in der Luft
Und da ist also wenig Druck hinter und in Berlin würde man sagen, er kann man nicht mal eine Fliege von der Wand hauen. Dementsprechend denke ich, Graziano, du wirst für uns punkten, du gibst diese Runde sicherlich dem Weltmeister. Die Runde, die hat der Dau jetzt klar gewonnen und abwarten, wie es weiter ist. 10-9 Wertung, wenn Sie selber mitpunkten wollen, 10 Punkte gibt es für den Sieger einer Runde, 9 für den Unterlegenen. Es gibt auch unentschiedene Wertungsmöglichkeit von 10 zu 10. C'est bien, dans le 15. Et la droite derrière était à faire un gauche en bas, et un droite en haut, elle passe. Et du percute aussi, il passe. Un mort, hein? Reste bien. Ja, und jetzt pass auf. Entscheidend ist übrigens auch, dass der Kampf, also wenn er über Distanz geht, glaube ich, klar zugunsten von Michalczewski ausfallen wird, weil er, glaube ich, doch das beste Training hinlegen konnte. Klar, das ist natürlich ganz logisch, wir hatten das eingangs schon erwähnt, das große Manko für diesen Mann, dass er sehr spät von diesem Kampf erfahren hat. Und wenn er denn, es gibt da ja unterschiedliche Meinungen, in der nächsten Woche einen Kampf gehabt hätte, wäre es ja auch nur gegen einen Aufbaugegner gewesen. Und ich glaube, Graziano, du hast selber schon gegen Aufbaugegner geboxt. Das ist natürlich eine ganz andere Vorbereitungsart als auf eine WM, oder? Richtig, vor allen Dingen hätte er 4 Runden weniger geboxt und da hätte er natürlich ganz anders schlagen können und viel mehr schlagen können. Aber wie gesagt, man muss abwarten, vielleicht kommt er ja noch. Im ersten Kampf zeichneten Girard vor allem sehr schnelle, exakte Kombinationen aus und ausnehmend gute Nehmerfähigkeiten. Richtig, und man sieht ja auch ganz klar, dass er einfach zu unbeweglich ist. Das ist ja eigentlich seine große Stärke. Dadurch, dass er kein großer Puncher ist, ist das ein ganz großer Vorteil, den er auch ausnutzen muss, um so eine Kämpfe zu gewinnen. Erste gute Aktion des Herausforderers, Rechts-Links-Kombination. Man muss ganz klar sagen, der Girard sieht für meine Begriffe im Moment ein bisschen hilflos aus. Er versucht zwar zu schlagen und zu treffen, aber geht doch fast alles auf die Deckung und sieht im Moment nicht sehr gut aus. Natürlich immer das Problem, wenn jemand wie Girard wenig Druck hinter seinen Schlägen hat, wenig Schlagkraft, dann kann natürlich der Gegner, in dem Fall Darius Michalczewski, auch wesentlich offener und mit mehr Risiko boxen. Richtig, und wenn er dann seine Beine noch nicht so ausnutzt, wie er eigentlich könnte, dann sieht das natürlich sehr schlecht aus, weil der Gegner immer härter durchkommt. Ende der Runde 2, Graziano, deine Wertung? Ja, würde ich auch wieder, da ist Michalczewski in die Runde, weil er einfach genauer trifft und härter und der Girard boxt im Moment sehr unkonzentriert und hat im Moment keine Chance. So, ich gebe ab zu meinem Kollegen Tom Bender mit einem Interview, bitteschön. Ja, Eddie Smulders, der Mann, der eigentlich heute gegen Darius Michalczewski boxen sollte. Was für ein Gefühl ist das, wenn man hier zuschauen darf? Ja, es ist ein schreckliches Gefühl. Ich glaube, wenn ich ihn der Kampf jetzt sehe, dann hatte ich Weltmeister werden sollen heute Abend. Sie haben ja den Girard auch schon mal geschlagen. Was muss Darius machen, um den hier zu heute zu gewinnen? Ja, er macht es ganz gut jetzt. Es ist, der Darius macht den Druck hoch und der Girard hat keine Kraft. Es strahlt keine Kraft von aus. Er wird ihm müde machen. Und dann, ich hoffe, Schuss links 2,
Und das werde kein Problem sein, glaube ich. Eddie Smolas, Dankeschön. WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. Runde 3, der Weltmeister Darius Michalczewski in der schwarzen Hose. Der Herausforderer aus einem kleinen Örtchen 200 Kilometer südlich von Paris, Christophe Girard. Und unten rechts im Bild eingeklingt der neue Trainer von Darius Michalczewski, Fritz Dunek. Er hat nach dem Pleitekampf für Michalczewski, muss man das wohl sagen, gegen dich, Graziano, das Ruder übernommen. Chuck Dalhami wurde abgelöst von ihm. Er hat allerdings Darius Michalczewski auch schon als Amateur betreut, als er für Leverkusen boxte. Und auch dich hat er schon in einem Kampf betreut, hier in Hannover gegen Pilisaro. Ich glaube, ein guter Mann, der Fritz Dunek. Ich glaube schon, dass der Fritz Dunek ein sehr erfahrener Trainer ist und ein sehr guter Trainer. Aber ich muss sagen, der Darius boxt eigentlich wie immer, schlägt eigentlich nur mit der linken groß und kommt zu wenig die rechte hinterher und das gefällt mir nicht so. Das hatte Fritz Dunek eigentlich auch angekündigt, dass der große Pluspunkt in vielen Sparringsrunden, Videostudium wurde gemacht, für Michalczewski jetzt sei, dass er wesentlich mehr die rechte Hand bringe. Und davon ist, du hast es gesagt, Graziano, gar nichts zu sehen. Gerade im ersten Kampf zwischen den beiden, wenn er ab und zu mal diese rechte Hand brachte, gab es immer große Probleme für Christoph Girard. Richtig, und er ist ja auch offen auf der linken Seite und da sollte er das schon nutzen. Und den Kampf, um den Kampf eben vorzeitig zu gewinnen, denn nur mit der linken, also glaube ich nicht, dass er so viel Druck ausüben kann, dass er K.O. gehen könnte. Das war ja auch gegen dich sein großes Manko, das kann man sicherlich so sagen, dass er eigentlich verhältnismäßig eindimensional boxte, immer auf deine Deckung, immer wieder mit der linken Hand, kaum aufwärtshaken, kaum die rechte Hand einsetzte, sehr unbeweglich eigentlich war. Ja. Da kam die rechte Hand von Michalczewski und gleich Probleme für Christoph Girard. Aber wir hatten schon angesprochen, Graziano, einstecken kann dieser Mann, da gibt es keinen Zweifel. Das ist richtig, ist ein zäher Mann und er ist so nicht hergekommen, um hier Prügel einzufangen. Er kommt jetzt so ein bisschen besser in Szene ab und zu und versucht zurückzufighten. Aber ist, wie gesagt, kein Druck hinter und die Runde würde ich wiederum Darius Michalczewski geben, weil er eben genau einen Treffer setzt und einfach den Kampf bestimmt. Deshalb 10 zu 9 für Michalczewski. So. Wir wollen mal in die Ecke hören. Fritz Dunek. Da hatten wir die linke Hand, Darius Michalczewskis beste Waffe. Ja. Und hier haben wir die Gesamtschlagstatistik nach drei Runden. Wesentlich mehr Treffer bei Christoph Girard, 149. Wesentlich mehr Schläge bei Christoph Girard, 149. Bei Michalczewski 98. Aber das Entscheidende ist der Wert in der Mitte, 57 Treffer. Also klar dominierend in diesem Falle Darius Michalczewski. Und das schlägt sich auch sicherlich in der Punktwertung nieder. Der schlägt nur aus dem Arm und da ist überhaupt kein Saft hinter, da passiert nichts, wie man sieht. In 34 Profikämpfen nur 7 vorzeitige Siege, das spricht, glaube ich, eine eindeutige Sprache.
Und in der Mitte Girard häufig zu offen. Die linke Hand, Michalczewski schlägt dort immer wieder ein. Aber ich glaube, Entschuldigung. Bitte, Gratian. Aber ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass er einen Mann boxt, der nicht so hart schlagen kann, denn so wie ich das sehe, wäre er beim anderen Mann schon mehrmals auf dem Boden gewesen, so wie er die Schläge abfängt. Ja, die Defensivarbeit, daran muss Fritz Kuhneck hauptsächlich arbeiten. Das große Manko des Darius Michalczewski boxt häufig sehr nervös, übereilt und dadurch natürlich auch unpräzise. Müsste ruhiger boxen, mehr warten. Und hier der Coach von Christoph Girard, Bernard D'Ambrosio, war selbst ein Profi in den 60er Jahren. Wieder die linke Hand, wieder in der Mitte, sehr offen Christoph Girard. Jetzt die rechte. Trifft eigentlich so, wie er will im Moment. Und ich glaube auch nicht, dass der Kampf über der volle Distanz ist. Kaum Druck, die Schläge von Girard nur aus dem Armgelenk geschlagen. Beispielsweise das, Graziano, was du ja sehr stark verändert hast durch Emmanuel Stewart, das muss man glaube ich so sagen. Ja, ist richtig, ich habe eine Zeit lang auch zu sehr aus dem Arm geschlagen und habe den Körper nicht mit drin gedreht. Und das haben die Amis dann zu Druck, da können die uns Deutschen noch viel beibringen. Und ich glaube, dadurch kann man die Schlagkraft verbessern. Und das ist sehr wichtig und der Girard schlägt eben, wie gesagt, nur aus dem Arm und da ist überhaupt kein Saft hinter und... Hier kam die rechte, ganz klar in der Mitte, die Deckung schwach bei Girard und das hatten wir angesprochen. Wenn die rechte kommt, dann gibt es Probleme. Das war schon im Hinkampf so und ist auch diesmal der Fall. Obwohl ich sagen muss, dass da auch nicht so viel Saft drin ist. Von Michalczewskis Seite aus. Denn das sind ganz klare Treffer, die er hier ansetzt und viel passieren tut eigentlich auch nicht. Allerdings muss man auch sagen, dieser Mann verfügt wirklich, wir hatten schon häufiger gesagt, über absolut hervorragende Nehmerfähigkeiten. Deine Wertung, Graziano? Eine ganz klare Runde für Darius. Also, hat bisher jede Runde gewonnen. Ja, das war die klarste Runde und ich glaube, dass das nicht über der Zeit ist. Ich schätze mal, so in der 7., 8. Runde wird es vorbei sein. Jetzt auch sehr unkontrolliert und unsauber schlagen die Schläge von Girard. Also macht nicht mehr den besten Eindruck. Spricht für die These, dass er nicht unbedingt WM-adäquat sich vorbereitet hat. Und das macht sie natürlich dann auch mehr und mehr konditionell bemerkbar. Richtig, und man sieht das ja auch, die Beweglichkeit auf dem Bein, das ist ja ganz anders wie in Köln zum Beispiel, wo er da wirklich 12 Runden lang weggerannt ist. Und geschlagen hat und das ist ja das Anstrengendste, was ein Boxer eigentlich tun kann und man sieht, hier versucht er mitzuhalten im mehr oder weniger Infight und da zieht er den Kürzeren, ganz klar.
Moment treffen sie beide sehr gut und sehr viel. Kampf hat ein sehr, sehr hohes Tempo. Ja, also ist richtig. Also die letzte Runde, die war, ist jetzt sehr schnell. Und bin mal gespannt, wer zuerst einbricht. Na, ich denke, konditionell gibt es bei Darius Michalczewski gerade durch das Training von Fritz Kunek wenig zu bemängeln. Ja, und jetzt Girard am Boden. 16 Sekunden vor Ende der Runde 5. Da hat er Glück gehabt, der Franzose. Und die wurde ja mit 10 zu Abstand da gegeben, weil er einfach zu überlegen war. Und plus der Niederschlag, automatisch der Niederschlag ein Punkt, ein weiterer Punkt Abzug. Also klare 10 zu 8 Rundenwertung für den Weltmeister, für Darius Michalczewski. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal in der verlangsamten Wiederholung an. Da kam die rechte Hand. Aber wahrscheinlich voll auf den Solar. Solar Plexus. Und das Nervengeflecht und dann geht's immer nach unten. Du hast ja glücklicherweise noch nie diese Erfahrung machen müssen. Zumindest weiß ich es als Profi. Wie war es als Amateur? Bei den Amateuren, da wurde ich zweimal angezählt und war auch nicht so schön das Gefühl, aber kann passieren und muss man mit leben als Boxer. Ja. Genauer Schlag auf den Solar Plexus und da war sie. Die Rechte, die müssen angesprochen. An dem Moment, wo sie kommt, immer Probleme für Christoph Girard. Klasse Links-Rechts-Kombination, das hat Fritz Kunek auch gesagt, das habe ich versucht, Michalczewski einzubläuen. Diese Kombination, die linke, die rechte nachfolgend, die Schlaghand, die hat er bisher in seinen Kämpfen kaum gebracht. Das Girard macht ihm natürlich auch verhältnismäßig einfach, weil er bleibt stehen, nimmt die Dinger, zieht den Kopf nicht zurück und hat im Grunde genommen ja keine Chance mehr, den Kampf zu gewinnen. Ja, kann halt selber wenig Druck machen und ist auch wesentlich unbeweglicher als im Hinkampf im Juni. Ja. Da haben wir den angesprochenen Fritz Kunek, ein absoluter Klassemann, der erfolgreichste deutsche Vereinstrainer übrigens. Der heute 49-Jährige prägte 10 Jahre lang Stil und Erfolg, der Boxer des SC Traktor Schwerin. Viele Olympiasiege, WM-Siege, EM-Medaillen. Ja, war sogar einmal DRBV-Bundestrainer nach der Wende. Große Erfahrung, auch Trainer der Weltmeister Ralf Rocchigiani und Arthur Grigorian. Ah, meiner Meinung nach ist der Kampf frei zu Ende. Es wurde doch sehr offen, sehr, kaum noch Deckung. Ja, sehr eindeutig und ich glaube nicht, dass er lange durchhält. Sehr offen, kaum noch Deckung. Sie sehen das sicher selbst, liebe Zuschauer. Variiert jetzt auch Michalczewski mal zum Körper, mal zum Kopf. Aber ich hoffe, dass der Ringrichter nicht zu lange wartet mit dem Abbrechen, weil sonst wird es vielleicht wieder so ein K.O. wie Umarov. Und das sollte nicht sein. Jetzt sollte man den Kampf langsam abbrechen, denn das ist nur noch eine Bestrafung für den Boxer und hat eigentlich ja nichts mehr dann mit Boxen zu tun. Wieder schwere Rechte, fast deckungslos der Herausforderer. Aber wir hatten es gesagt, Nehmerfähigkeiten hat er. Ob das allerdings so gesund ist, ist eher zu bezweifeln. Das ist richtig. Und wenn man so viel nimmt und dann den entscheidenden Schlag bekommt, dann kann es lebensgefährlich werden. Wie man beim Kampf auch hier in Hannover in Umarov gesehen hat. Da war man also froh, dass er überhaupt noch mal aufgewacht ist. Und das könnte hier auch der Fall sein, wenn die Ringrichter, also der Ringrichter oder der Trainer nicht
vorsichtig genug ist. Denn er hat im Grunde genommen keine Chance mehr, den Kampf zu gewinnen, weil er eben nicht der Puncher ist. Und jeder Schlag ein Treffer, so kann man das richtig in der letzten Runde sicherlich sagen. Kaum noch Deckungsarbeit bei Girard. Natürlich auch ein Grund, der konditionelle Mangel. Richtig. Ja, ich denke, Graziano, wieder eine klare Rundenwertung, ja, also für Christoph Girard. Die Runden werden für Darius Michalczewski logischerweise. Richtig, die Runden werden immer klarer und ist nichts mehr zu machen, schätze ich mal. Ja, was sollte er machen, Girard? Vornehmlich vor allem seine Deckung hochhalten, oder? Naja gut, wenn man kaputt ist, dann ist es immer leichter gesagt, die Deckung hochzunehmen, weil man versucht ja auch den Gegner ab und zu mal zu treffen. Aber der Wille ist da, aber der Körper macht es dann meistens nicht mehr mit und man sieht es ja auch, er schlägt eigentlich planlos drauf los und trifft den Darius eigentlich nie so, dass man sagen könnte, jetzt wird es gefährlich. Und Darius boxt seinen Stiefel runter, wie immer, und wird den Kampf klar gewinnen. Schöner Körperhaken. Und der Herausforderer in Runde 7 erneut am Boden. 5, 6, 7, 8. Und Joe Cortez gibt den Kampf wieder frei. Die Nase blutet schon bei Girard. Ja, so eine Ringrichter kann ich einfach nicht verstehen. Da sollte man einfach ein Herz haben für den Boxer und den Kampf abbrechen, weil es ist ja nur noch eine Bestrafung. Und auch der Trainer, den verstehe ich nicht. Jetzt sollte ja, denke ich, dazwischen gehen. Auch diese schwere Rechte, fast verteidigungsunfähig, der Herausforderer aus Frankreich. Nur sein eiserner Wille, der hält ihn immer noch hoch. Sein Mundschutz auch rausgeflogen. Wieder ein Körpertreffer. Man merkt richtig, fast saft- und kraftlos diese Schläge von Girard. Ja, ist richtig. Und er ist auch demoralisiert, ist ja ganz klar. Wenn man so viel Prügel bezieht in nicht ganz 7 Runden, dann ist man natürlich deprimiert und dann geht die Kraft von selber weg. Und man sieht doch ganz klar, dass er einfach nicht topfit in den Ring gegangen ist. Wird aber auch diese Runde wieder überstehen. Wieder mit 10-8 abnehmen. Wieder 2 Punkte Vorsprung für den Weltmeister, für Michalczewski, für den alles planmäßig läuft. Michalczewskis beste Waffe. Der linke Jab. Hier der Niederschlag. Hier, Graziano, haben wir deine Punktwertung klar und eindeutig. Mit 9 Punkten liegt der Weltmeister vorne, 70-61.
Mann, jetzt sollte man wirklich den Kampf mal langsam abbrechen, weil ich glaube, das hat keinen Sinn mehr. Wäre sicherlich gut und ich denke, das war's auch. Und da fliegt das Handtuch. Selbe Entscheidung. Aus der Ecke des Herausforderers. Richtigerweise, sein Trainer schützt ihn. Klarer Erfolg des Weltmeisters, verteidigt seinen Titel. Psychologisch für Michael Szewski natürlich ein Schritt nach vorne nach dem Kampf gegen dich, da gibt es glaube ich keinen Zweifel. So einen Kampf hat er natürlich gebraucht, denke psychisch war er ziemlich am Boden. Da war natürlich dieser Gegner, der sich in ganz anderer Verfassung präsentiert hat als im Kampf im Juni, gerade recht. Richtig, aber das Problem ist einfach, dass er im Allgemeinen keine richtigen Gegner boxt. Und da verstehe ich auch die Zuschauer nicht, die sich wirklich jedes Mal wieder aufs Neue darauf einlassen. Zumindest Leon Zababa, das muss man natürlich sagen, war ein klasse Mann, als er sich den Titel geholt hat. 1994, das war sicherlich auch eine tolle Leistung von Dariusz Michalczewski damals. Was ich eher als problematisch sehe, ist, dass er sich verhältnismäßig wenig weiterentwickelt hat. Immer noch nur rein die Linkshandarbeit und der boxt nach wie vor noch sehr, sehr offen. Ja, das ist eigentlich im Prinzip dasselbe Prinzip wie er boxt. Und ich sehe da, im Moment habe ich gar keine Veränderungen gesehen. Natürlich klar, wenn der Gegner nicht schnell genug den Kopf wegmacht und immer wieder die linke frisst, dann ist natürlich klar, dass man den Kampf so verliert wie der Girard. Und er hat auch, glaube ich, gar keine anderen Möglichkeiten gehabt, wie heute zu sehen war, weil er eben nicht fit war. Meine Damen und Herren, das Urteil. Sieger durch technisches K.O. nach 1 Minute 35 Sekunden in der 8. Runde und damit alter und neuer Weltmeister, der Sieger, Dariusz Michalczewski aus Hamburg. So, und hier der letzte Niederschlag, nachdem dann das Handtuch richtigerweise aus der Ecke der Franzosen flog. Ein ungleich gewordenes Duell. Hier noch einmal faire Geste, die beiden zusammen.